So, ich darf Sie wieder begrüßen zu meinem Kanal Psychoanalyse und Philosophie und würde Ihnen heute gerne in der Reihe Psychosomatik Alexander Mitscherlich vorstellen, der von 1908 bis 1982 lebte, ein maßgeblicher Denker in der psychoanalytischen Szene der Nachkriegszeit, aber auch der Bonner Republik. Und Alexander Mitscherlich gilt mit seiner Schrift Die Unfähigkeit zu trauern als wohl bekanntester Psychoanalytiker, der nach dem Zweiten Weltkrieg sich mit den psychosozialen Konsequenzen des Nationalsozialismus beschäftigte und den damit einhergehenden Abwehrvorgängen, die er in der Schrift Die Unfähigkeit zu trauern veröffentlichte. Eine andere Schrift, die direkt auf seine praktische Arbeit zurückzuführen ist, ist Die Wissenschaft ohne Menschlichkeit, medizinische und eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg. Er war Beobachter der Prozesse gegen wesentliche medizinische Täter in der Nazizeit und fasste diese in der vorgehenden Schrift zusammen. Kurz noch ein paar Worte zu einem Konzept, das von Alexander Mitscherlich entwickelt wurde, und das ist das Konzept der zweiphasigen Verdrängung. In der Krankheit zerreißt das psychosomatische Simultangeschehen, das schwer zugänglich erscheint. Also wir haben einen simultanen Prozess, einen Prozess, in dem Psyche und Soma noch nicht getrennt sind. Und die Krankheit zerreißt nun dieses Nicht-Getrennt-Sein, welches schwer zugänglich ist. Und dieser Riss ist zweiphasig. Die erste Phase ist die Verdrängung und die zweite Phase ist der Verschub in körperliche Abwehrvorgänge. Also, was heißt das? Wir haben im Krankheitsgeschehen zunächst die Möglichkeit zu verdrängen. Erste Phase. Zweite Phase, die Verdrängung ist nicht mehr aufrechtzuerhalten und es kommt zu einer Symptomentwicklung im körperlichen Bereich, sodass das Verdrängte, der Triebabkömmling, in den Körper verschoben wird. Und dieses Konzept wird zweiphasige Verdrängung genannt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.